zur Traumfliege-Equipment-Demo. Heute wieder mit Olaf Krausmann. Moin Olaf. Moin Stefan. Heute geht es um den Traumflieger-Automatik-Adapter Canon EF auf Microfonsets und zwar mit einer automatischen Schärfenreihe auf Panasonic zeigen wir vor allem, da gehen wir ein bisschen verstärkt drauf ein, also Automatik-Adapter von Traumflieger für Canon-Objektive auf Microfonsets hier zu sehen. Ja, der ist beliebt und verbreitet und ein Bestseller bei uns haben wir natürlich im Traumflieger-Shop, aber wir sind bisher noch gar nicht so sehr drauf eingegangen, wie das mit dem Focus Bracketing, also mit der automatischen Schärfenreihe kamerainternen funktioniert. Ob es funktioniert, das haben wir schon mal kurz gezeigt im Video, als wir den Adapter generell vorgestellt haben. Da waren wir auch schon mal an der Elbe und haben verschiedene Objektive dann so ein bisschen auf, was da längs fuhr an irgendwelche Frachter oder auf den Leuchtturm gehalten. Das hat ja viele auch überzeugt und es gibt auch viele Anwender. Aber diese automatische Schärfenreihe ist ja eine Besonderheit. Olaf, automatische Schärfenreihe benutzt du auch bei Panasonic oft, ne? Eigentlich fast immer. Im Makrobereich ist das einfach Standard geworden, weil es so einfach zu bedienen ist bei Panasonic, dass man den Vorteil gar nicht auslassen kann eigentlich. Also Makrofotografie kommt ohne Focus Bracketing, also diese automatische Schärfenreihe, eigentlich nicht mehr aus, weil man die Schärfentiefe ausdehnen kann. Hier nochmal, wir hatten das schon mal gezeigt und nochmal der Hinweis, hier haben wir ein großformatiges Makrofoto, was nur in dieser Schärfentiefe so möglich ist, wo alle Details durchzeichnet sind in dieser Vergrößerung, wenn man eine automatische Schärfenreihe aufnimmt. Hier, das ist auch noch ein Makropanorama, da sind extrem viele Bilder verrechnet, aber da gibt es natürlich verschiedene Lösungen, auf die wir ja auch schon eingegangen sind und die haben wir schon vielfach besprochen. Olaf arbeitet gerne mit Nahlinsen, ne, und kannst, wenn du ein Panasonic-kompatibles Objektiv hast, dann auch mit dem Autofokus oder mit der Bracketing-Funktion arbeiten. Ja. Und in Kombination zum Beispiel mit Nahlinse und alles Mögliche gibt es ja an Kombinationen mit Zwischenringen. Sogar Retrostellungen sind denkbar. Aber es gibt natürlich auch Anwender, die jetzt von Canon vielleicht auch nur als Zweitkamera auf Micro Four Thirds wechseln oder es ergänzend dazu nehmen und jetzt schon zum Beispiel ein Makroobjektiv von Canon für Canon besitzen. Und das lässt sich dann natürlich auch mit Autofokus hier über diesen Automatikadapter ansetzen mit Blendensteuerung, auch mit Bildstabilisator-Unterstützung, das Objektiv einen Bildstabilisator hat. Wir können jetzt nicht auf alle Kompatibilitäten eingehen, das kann durchaus mal eine Einschränkung geben bei dem einen oder anderen Objektiv, auch älterem Objektiv vielleicht oder Drittanbieter. Wir wollen nochmal generell zeigen, da gibt es auch eine Kompatibilitätsliste, eigentlich sind fast alle neueren Objektive kompatibel beim Autofokus und dann auch mit dieser Focus Bracketing Funktion. Ja, und die wollen wir uns mal angucken anhand eines Präparats. Das ist so ein kleiner Rüsselkäfer, den tue ich mal hier in unser Nangwang Lighting Case, LED Lighting Case, das haben wir ja auch schon mal vorgestellt, also da haben wir ein super Licht und da schauen wir uns mal diese Kombination hier, Lumix GH5 mit dem Traumflieger Adapter und dem Canon 100er 102,8 LIS Makro USM an, wie das dann mit der internen Focus Bracketing Funktion hinhaut oder wie das dann aussieht in der Praxis. Jetzt haben wir hier die Lumix GH5 und den Traumflieger Automatikadapter Canon EF oder auch EFS auf Micro Four Thirds und dann das Canon 100er Makro 102,8 LIS Makro USM. Das kommt jetzt an die Lumix GH5, das passt aber auch an viele weitere vorzugsweise etwas aktuellere Panasonic-Modelle, Lumix G81, Lumix G9, GH5S etc. pp. Die haben dann auch eine automatische Schärfenreihe, die ich hier aktiviere, also Focus Bracketing nennt sich das. Schrittzähler wähle ich hier mal mit +3. 600 Aufnahmen, so viele werde ich nicht brauchen.
Das kann ich dann auch abbrechen über die Set-Taste. Und hier sehen Sie jetzt die Geschwindigkeit mit dem Automatikadapter von Traumflieger und dem Canon 100er. Ungefähr 4 Bilder pro Sekunde hier zu sehen. Die Schärfe wird von vorne nach hinten gezogen und dazwischen eben automatisch ausgelöst. Verrechnet wird das Ganze gleich extern mit einem externen Stacking-Programm. Hier noch die Einzelbilder, also da reicht die Schärfentiefe natürlich nicht, um die Schärfe über das ganze Bild in der Tiefe zu legen. Aber das Ganze verrechne ich jetzt mit einem externen Programm. Da gibt es natürlich verschiedene. Wir nutzen Helikon Focus Pro sehr gerne. Das ist sehr schnell und hat verschiedene Optionen und eine sehr gute Qualität. Auch Nachbearbeitungsmöglichkeiten in der Pro-Version. Also hier 100% Ansicht im JPEG aufgenommen und die Aufnahmereihe, die Schärfenreihe hier verrechnet mit Helikon Focus Pro in 100% Ansicht. Ja, Olaf, was sagst du zu der Praxiserfahrung hier per Adapter? Das funktioniert soweit einwandfrei, also das Bracketing läuft super durch. Auch die Geschwindigkeit ist kein Unterschied zu einem nativen Objektiv hier an der Panasonic. Einzig und allein ist das die Post-Focus-Funktion, die man alternativ nutzen könnte, im Moment hier nicht anspricht. Also die scheint keinen Kontrast zu finden, da ist keine Funktion gegeben. Ja, also Post-Focus kann man alternativ bei den neueren Panasonic-Modellen dann auch noch ergänzend oder als Alternative zu Focus Bracketing nutzen. Da hängt eine Filmfunktion hinter. An einigen Modellen kann man sogar 6K Video einstellen. An der GH5 oder G9 kann man in Option von 4K Video auf 6K Video umstellen und statt 8 dann 18 Megapixel bis zu 18 Megapixel als JPEG nutzen. Und das funktioniert mit nativen Objektiven dann ganz normal und das ist eine Standardfunktion bei den neuen Panasonic Modellen. Aber mit dem Adapter haben wir jetzt hier mit diesem 100er, das ist nicht deaktiviert, aber die sucht sich erstmal einen Startfokuspunkt, einen Startkontrastpunkt und den findet sie jetzt hier in dieser Kombination nicht. Ob es mit anderen objektiven Kombinationen geht, weiß ich jetzt nicht, wollen wir auch nicht weiter vertiefen. Ist das eine Funktion, Olaf, Postfokus, die du bei Panasonic nutzt? Nein. Also es ist einfach eine Alternative, wenn es schnell gehen soll. Ja. Aber ich bin mit dem Focus Bracketing da eher zufrieden. Und das eine von 100 Motiven, wo ich das dann mal brauche, also ich habe es bislang nicht intensiv eingesetzt. Ja, Post-Focus ist eigentlich eine tolle Idee. Kann auch eine sehr hohe Geschwindigkeit realisieren, weil es ist eine Filmfunktion und die sucht sich eigentlich immer Motivkontraste heraus und überspringt dann Leerräume, macht auch Sinn. Es gibt ja auch Motive, wo mal ein Leerraum auftritt, der muss ja nun nicht miterfasst werden unbedingt. Da kann die Funktion durchaus sehr flott sein, aber wir haben natürlich eine Videofunktion, Video komprimiert, vor allem in tiefdunklen Bildbereichen, das haben wir auch schon mal analysiert. Das kann natürlich Schwierigkeiten erzeugen, vor allem bei dunkleren Tonwerten, die man dann später nachoptimieren will. Da wird es natürlich schneller rauschig und da fehlen dann Farbinformationen und da ist natürlich die Fotofunktion, über die wir jetzt sprechen, die wir gerade auch gesehen haben, natürlich deutlich überlegen. Aber Olaf, Panasonic ist für dich ja auch ein sehr interessantes System, weil man dann auch mit der Smart-Gerätesteuerung arbeiten kann. Ja. Ne? Dann schauen wir uns mal an, wie diese Adapterkombination hier mit der Panasonic Image App heißt sie. Die ist ja kostenlos, die kann man sich herunterladen. Und dann schauen wir uns mal, wie diese Kombination Focus Bracketing mit der Focus Schärfenreihe, automatischen Schärfenreihe im Fotomodus und der Smart Gerätesteuerung hier mit diesem Automatikadapter und Canon 100er funktioniert. Jetzt haben wir die Lumix GH5 hier mit der Panasonic Image App. Die ist kostenlos verbunden, drahtlos, also Wi-Fi-Funktion aktiviert,
Hier kann man sogar die Bracketing-Funktion einstellen, direkt in der App. Also ein großer Service hier in der Panasonic Image App. Die ist ja kostenlos und die unterstützt eben auch diese automatische Schärfenreihe, Fokus, Bracketing, und die Option kann man hier sogar verstellen. Und ja, ich löse hier aus und auch hier wird jetzt die Schärfenreihe durchgeführt. Also Traumfliege Automatikadapter, das Canon 100er Makro und die Drahtlossteuerung hier über die Panasonic App funktioniert. Allerdings das Abbrechen hier funktioniert nicht so ganz. Das muss ich dann an der Kamera machen oder warten, bis die Reihe fertig ist. Ja, Olaf, was sagst du? Funktioniert es soweit zu deinem Gefallen? Ist es ja so, wie die Erfahrung ist, die du mit nativen Objektiven hast? Also das ist eine wunderbare Sache eigentlich bei Panasonic. Also die App gefällt mir sehr gut. Man kann das Focus Bracketing selber konfigurieren und auch ganz viele Sachen an der Kamera. Ja. Einziger Wermutstropfen ist, da war eigentlich eine tolle Funktion eingebaut in die App, nämlich dass man den Stack auch über das Tablet abbrechen kann. Wenn man noch was verändern will, sieht die Einstellung passen nicht. Und da scheint jetzt so ein kleiner Bug zu sein, dass dieser Abbrechen-Button nicht mehr auftaucht. Ja. Also Panasonic, dann bitte nachbessern. Ja, also es tauchen manchmal Phänomene auf, auch in der App-Steuerung. Panasonic ist da ja unglaublich weit. Wir haben also ein Live-Bild, wir haben die Focus-Bracketing-Funktion in der Smart-Grid-Steuerung. Das können nicht viele. Wir kommen gleich auch nochmal zu Olympus kurz. Olympus bietet jetzt die kammerinterne offizielle Focus-Bracketing-Funktion, hat die ja auch. Nicht in der Smart Grid Steuerung an. Fujifilm macht es auch nicht. Nikon Z6, Z7 haben wir uns angeguckt, da geht es auch nicht, wenn man die Smart Grid Steuerung nutzt. Bei Canon EOS RP, das haben wir ja auch schon gezeigt, die hat natürlich andere Dinge, da geht es aber. Mhm. Da kannst du Focus Bracketing an der EOS RP und der Canon App Camera Connect heißt die, dann natürlich auch kostenlos. Da ist das auch eingebaut, soweit zumindest, dass man das benutzen kann. Aber du hast dann auch kein Live-Bild während der Aufnahme. Das ist dann auch abgedunkelt. Und da ist Panasonic unglaublich weit. Aber es kann natürlich mal das ein oder andere Phänomen auftreten. Ich kenne es auch, dass man dann Abbrechen-Button normalerweise eingeblendet kriegt. Aber du sagtest, in letzter Zeit war der weg bei dir. Auf dem Tablet und ja, auf dem Smartphone, das spricht dann dafür, dass da einfach beim letzten Update irgendwas schiefgelaufen ist. Weil wir haben das nämlich auch im Videobereich gehabt, wenn wir Video gefilmt haben mit Panasonic, was wir sehr gerne machen, weil die jetzt filmen uns auch eine Panasonic, eine G9. Dann haben wir eine Smart-Geräte-Steuerung genutzt und haben das aufgenommen, haben dann eine Bildkontrolle hier auch. Wir haben ja hier auch Smart-Geräte zur Bildkontrolle unter anderem und haben dann aber das Video auch in UHD aufgezeichnet und abgespielt. Und Panasonic ist einer der ganz wenigen Hersteller, die auch das streamen dann drahtlos auf Smart-Gerät. Kannst du gleich auf Play-Taste aus der App drücken und dir das UHD-Video streamen inklusive Ton. Und seit der GH5 spielt er sich dann in der Schleife ab. Ne? Da kommt aus einer Schleife, aus einer Tonschleife. Das Bild geht weiter, aber plötzlich nach 10 Sekunden geht der Ton in eine Schleife, die sich immer wiederholt. Und ab da kann man den Ton im Prinzip nicht mehr abhören. Und das hatte ich dann auch an der Lumix G9. Und habe dann gesagt, Mensch, ja, dann nehme ich die Lumix G81. Da funktioniert das nämlich noch. Ne? Da filme ich dann in UHD, weil dann kann ich nämlich den Audioton später noch über Smart Grid streamen. Ganz merkwürdig. Also so eine Sachen können mal auftreten. Aber das ist natürlich eine interessante Geschichte, dass man jetzt im Prinzip die eigentlich volle Funktionalität mit einem 100er Makro von Canon nutzen kann. Und wenn man dieses Objektiv vielleicht schon hat und dann überlegt, vielleicht auch Micro Four Thirds dazu zu nehmen oder vielleicht sogar ganz umzusteigen. Eine super Lösung, die nativen Objektiven. Es gibt ja native Makroobjektive von Panasonic, Leica 45 2,8. War ja so eines der ersten Objektive, die ich mir für Panasonic auch gekauft habe. Sündhaft teuer. Ein ganz kleines Makro, schön leicht natürlich, gute Qualität, ohne Frage.
Hat auch einen Stabilisator, der aber nichts bringt im Makrobereich, ist nicht effektiv. 800 Euro dafür, für so ein kleines Plastikteil. Ne? Also mechanisch weiß ich nicht, finde ich es nicht überzeugend. Und das wird sicherlich jetzt ein bisschen günstiger geworden sein, vermute ich zumindest. 800 Euro, das ist schon eine satte Investition, ne? Wenn man das noch zur Kamera dazu planen sollte und sagt, Mensch, ich habe das schon und ich will eigentlich ja Focus Bracketing, Focus Stacking machen. Ja, es, man kann das Ganze natürlich auch noch anderweitig ausbauen mit einem ergänzenden Adapter. Und zwar, den haben wir jetzt aber nicht im Traumflieger-Shop. Das ist ein Helicon FB-Tube. Helicon kennen ja viele von Helicon Remote oder Helicon Focus. Olaf, da bist du ja auch Spezialist, wie man mit Helicon Focus arbeitet. Und Helicon hat jetzt auch noch so einen Focus Bracketing Adapter, Automatikadapter, ist ein kleiner Zwischenring und der ist automatisiert und der heißt FB für Focus Bracketing. Bieten die direkt an. Auf deren Webseite kann man sich da informieren und ja, muss da ein bisschen warten. Das kommt, ich glaube, aus der Ukraine versenden die das. Vielleicht werden wir den auch noch im Traumflieger-Shop anbieten, müssen wir nochmal nachhaken. Wäre natürlich für unsere Kunden interessant. Aber diese Kombination könnte man natürlich jetzt auch noch benutzen und dann könnte man, weil der FB-Tube ja selbstständig den Fokus schon verlagert, auf die interne Focus-Bracketing-Funktion verzichten, die ja, wie wir gesehen haben, native Geschwindigkeit auch schafft, ungefähr 4 Bilder pro Sekunde. Und dann haben wir natürlich theoretisch zumindest den schnellen Serienbildmodus, kann man ja hier einstellen. Und dann lassen wir den FB-Tube werkeln und schauen, ob es funktioniert. Jetzt also die Kombination Traumflieger Automatik Adapter Canon EF auf Micro Four Thirds, den Helicon FB Tube und dann haben wir hier eine Lumix GH5 und hier sind wir im Serienbildmodus. Ich habe hier noch Bracketing aktiv. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, weil der Helicon FB Tube, der macht ja schon eine automatische Schärfenreihe und diese Funktion in der Kamera nochmal zusätzlich ist nicht unbedingt zu empfehlen, aber das kann ich hier natürlich abschalten. Es würde aber gehen, theoretisch könnte man das mit Schrittweite 1 oder ja, mit 1 einstellen und den Helicon FB Tube trotzdem arbeiten lassen. Das muss man da ein bisschen abstimmen. Aber das habe ich jetzt hier abgeschaltet. Jetzt werkelt nur der FB-Tube und hier konnte man die Geschwindigkeit sehen. Ich zeige das nochmal, wie schnell das geht. Und es funktioniert hier auch geräuschlos. Also eine sehr hohe Geschwindigkeit haben wir hier. Und jetzt schauen wir mal in die Bildanzahl hier, in die Einzelbilder rein. Ich verrechne das Ganze hier mit Helicon FB, mit Helicon Focus Pro, dem Stacking-Programm. Das sehen Sie hier in Echtzeit. Wir haben hier auch eine schnelle Grafikkarte. Da haben wir auch schon einen Sonderreport zu gemacht. Seit Version 7 gibt es da also auch Support für schnelle Grafikkarten. So, und jetzt hier die 100%-Ansicht. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Hier bei F4 wieder aufgenommen. Mit dem Canon 100er Makro, dem Helicon FB Tube und dem Traumflieger Automatikadapter Canon EF auf Micro Four Thirds. Ja, Olaf, was sagst du? Kombination Helicon FB Tube, Traumflieger Adapter und Canon 100er Makro an der Lumix GH5. Ja, das ist. Es klingt erstmal etwas ungewöhnlich, weil die fokusprächtigen Funktionen ist natürlich intern schon vorhanden. Braucht man das überhaupt? Es gibt aber tatsächlich eine merkliche Steigerung der Geschwindigkeit, ja, muss man sagen. Und auf 10 Bilder pro Sekunde etwa, das ist schon toll, wenn man vorher 4 Bilder hatte. Ja. Also wenn man die Gerätschaften sowieso zur Verfügung hat, dann ist das ein Tipp, das kann man ausprobieren. Man kann ja auch die Focus-Bracketing-Funktion noch anlassen dabei. Hat nur den Sinn noch, dass man dann die Zahl der Bilder einstellen kann. Ansonsten kann man den schnellen Serienbildmodus und den Speed benutzen und das ist dann die bessere Sache. Also da ja, kommt also richtig was raus. Ich würde jetzt das interne Focus Bracketing, das würde dann ja beides die Schärfenreihe erzeugen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Aber ja, wir kommen jetzt hier, ich glaube sogar auf 11 Bilder pro Sekunde. Mhm. Und das Tolle ist, wir haben den Geräuschlosmodus, ja, und der arbeitet auch hier in dieser Kombination. Das heißt, wir haben effektive Geschwindigkeit hier, eine extrem hohe Geschwindigkeit an der Lumix GH5, aber auch an anderen Lumix-Modellen, also an neueren Modellen, die haben eine hohe Geschwindigkeit. Wir können jetzt nicht über jede Kamera sagen, da funktioniert es garantiert. Das müsste man im Einzelfall ausprobieren, aber nach unserer Erfahrung sollte das eigentlich an neueren Panasonic-Modellen reibungslos funktionieren. Und ja, das ist natürlich eine Geschwindigkeit, wie ich sie eigentlich nur von unserem Spitzenreiter in diesem Bereich Focus Bracketing, Focus Stacking kenne. Mein persönlicher Spitzenreiter ist eigentlich eine Olympus OMD EM1 Mark II oder die EM1X, die haben wir auch schon vorgestellt, die liegen auf der gleichen Geschwindigkeit. Und die kommen auch, das kommt immer auf den Abbildungsmaßstab an. Ich habe jetzt hier ein Olympus M-Zulco 60-2,8 Makro, umgerechnet auf Kleinbild 120. Hier sind wir ja schon bei umgerechnet 200 mm. Ne? Das ist ja schon ein richtiges Makro-Tele. Hier ein 60, also 120 auf Kleinbild. Komme ich auf eine Geschwindigkeit, wenn ich jetzt auf den größten Abbildungsmaßstab gehe, das ist ja nativ 1:1, auf Kleinbild wäre es dann 2:1 sogar umgerechnet, komme ich ungefähr auf 8 Bilder pro Sekunde, wenn die Verschlusszeit natürlich kurz genug ist, aber wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dann steigert sich die Geschwindigkeit noch bis auf 20 Bilder pro Sekunde. Ne? Also das kommt immer auf den Abstand drauf an und ein bisschen auf die Blende, aber extrem hohe Geschwindigkeit. Wir hatten auch schon mal Fujifilm uns angeguckt, auch schon kurz angesprochen. Fujifilm erreicht ja auch ähnliche Geschwindigkeiten. X-T3 zum Beispiel mit einem 2,8 Makro von Fujifilm uns ja bei der Calumet Hausmesse angeguckt. Das waren schon so Geschwindigkeiten, wo wir gesagt haben, das ist so on top. Das ist so das Beste, was man in dem Bereich derzeit an kammerinternen Geschwindigkeiten erreichen kann. Aber in diesem Bereich kommen wir jetzt mit dieser Lösung auch rein. Ne? Und wir haben jetzt noch den Vorteil, wir haben jetzt eben auch noch die Möglichkeit, die Smart-Gerätesteuerung zu benutzen. Weil man mal davon absieht, dass der Abbrechen-Button vielleicht manchmal nicht auftaucht. Ne? Ja, schauen wir noch mal ganz kurz bei Olympus rein. Wenn man Olympus hier so weit bestückt, wie wir das auch hier gemacht haben, also wenn wir jetzt nur den Traumfliegerautomatikadapter nehmen, ohne diesen Helikon FP-Tube, dann funktioniert die kammerinterne Focus Bracketing Funktion nicht. Komischerweise. Bei Olympus hat er eine ganz enge Kompatibilitätsliste und will also diesen Geräuschlosmodus, den vollelektronischer Verschluss, anscheinend nicht mit Drittanbietern noch kompatibel haben. Und der Adapter werkelt da nicht mit. Wir haben auch noch andere Adapter ausprobiert. Da hatten wir auch Schwierigkeiten, das funktionierte gar nicht. Aber vielleicht funktioniert die Kombination ja hier. Also wir schauen mal rein. Helikon FB-Tube und den Traumflieger Automatikadapter mit dem Canon 100er an einer Olympus OMD EM1 Mark II. Und dann gehen wir aber mal in den schnellen Serienbildmodus, aber im mechanischen Betrieb, also nicht geräuschlos, sondern den mechanischen Verschluss. Da schauen wir mal, wie das da aussieht. Ja, jetzt diese Kombination mit einer Olympus OMD EM1 Mark II. Auch Olympus hat automatische Schärfenreihen, Focus Bracketing an neueren Modellen, OMD EM1 Mark III, EM5 Mark II, EM1X zum Beispiel. Die EM1X ist da auch so schnell wie die EM1 Mark II, die ich hier habe. Und wir nutzen jetzt aber die Kombination Helikon FB-Tube, Traumflieger Automatik Adapter, das Canon 100er, und gehen hier aber in den mechanischen Verschluss, weil diese Focus Bracketing Funktion arbeitet nicht im Adapterbetrieb. Das ist ein bisschen schade, also die interne Funktion arbeitet nicht, aber wenn ich den FB-Tube dazu nehme und in den mechanischen Verschluss gehe, da ist die auch sehr schnell, diese EM1 Mark II, dann, das zeige ich hier mal, also
eben gerade war ich noch auf lautlos. Das funktioniert leider nicht, aber wenn ich hier in den mechanischen reingehe, also Serienbildgeschwindigkeit, nicht lautlos, aber schnell, das kann ich hier nutzen in dieser Kombination, also FB-Tube ist dazwischen. Der löst jetzt die Schärfenreihe aus und jetzt sieht man die Geschwindigkeit, also rasend schnell, aber mit mechanischem Verschluss jetzt in diesem Fall. Der wird dann natürlich ein bisschen belastet. Und ja, das wiederhole ich nochmal, das kann man hier nochmal sehen, also rasend schnell. Das liegt also, ja, oberhalb von 10 Bilder pro Sekunde. Das funktioniert hier auch drahtlos mit der Olympus Image Share App. Ja, Olaf, was sagst du jetzt zur Olympus mit diesem Helikon FB-Tube und Traumflieger Automatikadapter und dem Canon 100er mit dem schnellen Serienbildmodus, aber außerhalb des Geräuschlosmodus? Es ist eine Lösung, aber man muss ganz ehrlich sagen, dem Verschleiß am mechanischen Verschluss, da hätte ich so ein bisschen Angst um die Kamera. Ja. Also wenn man das gelegentlich nutzt, das ist eine super Sache und ja. So als Dauerlösung, naja, da gibt es halt andere Möglichkeiten. Ja, also kommt natürlich drauf an, dieser Verschluss, der mechanische Verschluss ist jetzt hier auf 200.000 ausgelegt und an der EM1X, die neue ist sogar auf 400.000 ausgelegt, also da hätte man vielleicht ein bisschen Luft und sagt, naja, ich kann durchaus mal 100.000 ausreizen, vielleicht, das sind ja nicht alle Power-User, die lassen sich, das sind dann 2-3 Jahre und dann haben sie vielleicht 100.000 Aufnahmen und dann ist es auch nicht schlimm, aber ja, wir haben das jetzt hier mal eben kurz gemacht. Es funktioniert im Prinzip auch mit der Drahtlossteuerung über die Image Share App von Olympus, dann aber ohne Live-Bild, also man kann das abbrechen, aber man sieht das Ende der Schärfeebene nicht, aber immerhin. Wenn man jetzt die kamerainterne Focus Bracketing Funktion nutzt, kann man die Image Share App überhaupt nicht nutzen. Olympus Image Share App heißt sie genau. Aber jetzt geht es, also das ist durchaus ein Mehrwert. Aber in der Verrechnung, ja, da haben wir so ein paar Schärfeebenen, wo wir uns fragten, ist der Abstand jetzt richtig? Hat auch ein bisschen gewackelt von Frame zu Frame, da waren wir nicht ganz sicher. Das hätte noch einen Tick mehr Qualität haben können, woran es jetzt im Einzelnen lag. Kann natürlich auch sein, dass der Helikon FB-Tube, den kann man natürlich auch konfigurieren, dass man da den Abstand auch noch ein bisschen anpassen muss. Bei Panasonic hat es aber einwandfrei funktioniert. Also da können auch Phänomene auftreten. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl als Tipp. Dann hätte es schon einwandfrei funktionieren müssen. Aber das wollten wir auch nochmal zeigen und ansprechen. Also im Prinzip funktioniert es, auch mit einer hohen Geschwindigkeit, auch mit einem Zusatzkomfort. Du kannst also die App auch noch zusätzlich einsetzen. Soweit eigentlich alles super, wenn man das akzeptiert, dass der mechanische Verschluss dann belastet ist. Die klingt ja auch nicht besonders laut. Also das ist ein robuster Verschluss. Aber die Verrechnung, die hätte noch einen Tick besser sein können, woran es jetzt im Einzelnen gelegen hat, das müsste man vielleicht nochmal analysieren. Auf jeden Fall generell funktioniert diese Kombination aber einzeln mit der internen Focus Bracketing Funktion leider nicht. Das finde ich wirklich schade, das wäre nochmal sehr interessant. Aber bei Panasonic geht das alles, ne? Da kannst du ja nur mit unserem Traumfliegeradapter und der internen Focus Bracketing Funktion in ja, allen Kombinationen arbeiten mit Smart Grid und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge. Und das wollen wir uns auch nochmal angucken, Olaf. Du bist ja auch so ein Makro-Fan, der gerne ins Moor geht. Und da gehen wir nochmal ins Tister Bauernmoor und probieren mal die Adapterlösung. Da nehmen wir uns mal die Lumis G9 mit. Und da hast du ja auch so spezielle Spinnen, Wasserspinnen entdeckt, Jagdspinnen. Kannst du ja gleich noch was zu sagen. Das schauen wir uns mal in der Praxis mit dem Traumflieger-Adapter und dem 100er Makro an einer Lumis G9 im Tister Bauernmoor näher an. Das Tister Bauernmoor ist unser Ziel und hier haben wir die gerandete Jagdspinne, die jagt auf der Wasseroberfläche
und ist ja unser Motiv in diesem Falle. Olaf hat schon mehrere Sessions mit ihr verbracht und schon einige Bildergebnisse erzielt, aber er ist weiter am Ball, möglichst flach und tief auf Höhe der Wasseroberfläche. Das ist das Rezept, um auf die Augenhöhe der Spinne zu kommen und sie dann mit Stacking und Focus Bracketing Techniken schön scharf und durchgehend scharf zu erfassen. Auch ich mache mich ran. Die sind relativ ruhig auf der Wasseroberfläche, weil man dann eine erwischt, die sich zum Beispiel sonnt. So ein Exemplar habe ich hier vor mir, die relativ ruhig und nicht allzu scheu zu sein scheint. Ich versuche es zumindest. Also geht's tief runter, flach auf Höhe der Oberfläche. Hier haben wir auch noch einen Traumflieger IntelliShoot und können die Kamera gerade ausrichten. Die Mittelsäule haben wir umgedreht bzw. die Stativbeine übergeknickt. Und ja, hier sieht man es. Hier nehme ich jetzt mit dem Adapter auf und dem Canon 100er mit der Lumix G9. Ähnliche Geschwindigkeit, 4 Bilder pro Sekunde. Und hier das Bildergebnis schon verrechnet mit Helikon Focus Pro, 100% Ansicht. Ja, top scharf, also knackscharf, auch mit F4 aufgenommen. Einwandfrei die Bildqualität hier mit ISO 400 und einer kurzen Verschlusszeit. Und hier nochmal das Gesamtergebnis. Gerandete Jagdspinne, Olaf, du hast sie entdeckt und schon mehrere Sessions mit ihr verbracht und auch schon großformatige Bilder an der Wand hängen. Ja, was sagst du jetzt zu diesem Ergebnis, Lumix G9 mit dem Adapter und dem Canon 100er Makro? Ja, das hat toll funktioniert. Diese Spinne ist etwas Besonderes. Sie ist ja nicht so häufig, weil die auch ganz saubere Gewässer eigentlich liebt, so wie sie da im Tisterbauernmoor haben. Und da muss man sich ein bisschen Mühe geben und sich auf den Bauch legen vielleicht oder die Kamera ganz flach über die Wasseroberfläche bringen. Und ich finde, das ist eine ganz starke Szene. Ja. Das macht riesen Spaß. Da kann man auch die Brennweite gut gebrauchen. Hier haben wir ja jetzt im Prinzip ein Telemakro. Ja. Und das hat dann zu ganz tollen Ergebnissen geführt. Ja, fand ich auch. Und die Schärfe stimmt auch. Geschwindigkeit ist gut. Ungefähr 4 Bilder pro Sekunde. Ja. Fand ich auch absolut überzeugend, tolle Sache. Man hat natürlich schon jetzt ein gewisses Gewicht, muss man sagen. Es ist kein ganz schlankes, aber dafür hat man halt auch ein Tele mit einer tollen Qualität. Ja, finde ich auch überzeugend und ja, fand ich auch ein sehr interessantes Motiv. Hat uns gerettet, sonst hätten wir eigentlich gar nichts zu fotografieren gehabt. Ja, so sieht es aus. Okay, das soll es im Moment sein zu dem Traumflieger-Automatik-Adapter für Canon EF auf Micro Four Thirds. Heute mit der automatischen Schärfenreihe, ja, für Panasonic sehr zu empfehlen. Und es gibt natürlich noch andere Lösungen, auf die wir dann auch noch weiter im Fokus-Stacking-Buch, Traumflieger-Fokus-Stacking-Buch, Makrofotografie für Profis und Einsteiger. Das Buch ist noch in der Vorbereitung. Olaf Krasmann und meine Wenigkeit sind die Autoren, die das Buch verfassen. Und ja, wenn es dann kommt, werden wir das natürlich ausführlich vorstellen. Und wir haben natürlich noch eine Traumflieger-Makrowelt, eine Zeitschrift, ein Printmedium, ja, auch sehr beliebt, wo wir eben auch auf diese Themen Makrofotografie natürlich und Fokus-Stacking und Fokus-Bracketing und die ganze Welt der Makrofotografie mit vielen Tutorials und Tipps und Tricks aus der Makrofotografie, wo wir da drauf näher eingehen. So viel im Moment zu dem Automatikadapter von Traumflieger und der Focus Bracketing Funktion, vor allem hier in diesem Falle bei Panasonic. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.